herzliche Grüße zu eurem Kongress. Es geht ja um Gesundheit und Soziales. Das ist ja genau das, worum ich mich seit 30, 40 Jahren kümmere. Armut macht krank, Krankheit macht arm. Das ist eine Erkenntnis, die einen Skandal in so einem reichen Land darstellt. Menschen, die sozial benachteiligt sind, die von Armut betroffen sind, sind kränker, haben höhere Erkrankungsprävalenzen für alle Erkrankungen und sie sterben auch früher. Wenn man das reichste Viertel mit dem ärmsten Viertel in unserer Gesellschaft vergleicht, sterben arme Frauen ungefähr 4 bis 5 Jahre früher, arme Männer fast 10 Jahre früher als Wohlhabende. Und das ist nicht zu akzeptieren in so einem reichen Land. Wir brauchen auch kein duales Gesundheitssystem, also gesetzlich und private Krankenversicherungen, sondern eine Grundsicherung für alle. Die Inanspruchnahme von medizinischer Versorgung darf nicht vom Geld oder von der Versicherung abhängig sein, sondern von dem Bedarf, wenn jemand eben einfach Hilfe benötigt. Und da müssen wir unser Gesundheitssystem wirklich ändern. Wir dürfen keine 2 oder sogar 3 Klassenmedizin haben, sondern eine Medizin, die für jeden da ist. Und gerade auch der Themenbereich, wo ich mich besonders engagiere, das sind wohnungslose Menschen. Das sind Menschen, die eben aufgrund fehlenden sozialen Wohnungsbaus, aufgrund dieser Mieten, die durch die Decke schießen, dass sie ihre Wohnung verlieren und dann auf der Straße oder in Notunterkünften landen. Und diese Menschen sterben noch früher. Und da muss sich unbedingt was ändern. Ja, also wir müssen auch in diesen Sektoren, also Gesundheit ist natürlich immer auch eine Herausforderung, was das Thema sozialer Wohnungsbau, Indexmieten, Mietpreisbremse angeht. Auch da muss was geschehen, damit die Menschen nicht mehr auf der Straße landen. Und für die, die wohnungslos sind, müssen wir natürlich auch wieder sehen, dass sie zurück in eine Wohnung kommen. Das Housing First Konzept ist ein sehr sinnvolles Konzept. Aber auch ganz andere Themen, wo ich auch immer wieder fassungslos bin, ist das Thema Geschlechterungerechtigkeit. Immer noch bekommen Frauen 18% weniger an Gehalt für die gleiche Arbeit. Care-Arbeit führt nicht dazu, dass höhere Renten generiert werden. Das ist nicht zu akzeptieren. Frauen sind strukturell benachteiligt, sind dann häufig auch kränker. Wenn man Alleinerziehende, und das sind in 88% Frauen und 43% davon sind von Armut betroffen, wenn man sie vergleicht mit verheirateten Müttern, haben sie deutlich höhere Erkrankungsprävalenzen. Und noch ein Thema, das ist das Thema Bildungsungerechtigkeit. Da fängt es ja schon an, dass Kinder eben in sozial benachteiligten Familien häufig nicht die gleichen Chancen haben. Und die Familien, wie es so schön heißt, sind nicht bildungsfern von den Bildungseinrichtungen, sondern die Einrichtungen von der Lebensrealität der Familien. Das haben wir bei Covid gesehen. Wer keinen Drucker, keinen Laptop hatte, wer kein eigenes Zimmer hatte, um zu lernen, war benachteiligt und ist benachteiligt. Auch da müssen wir dringend etwas verändern. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem Kongress, anregende Diskussionen und Gespräche. Und wir müssen natürlich mehr als diskutieren und reden. Wir müssen handeln und wir müssen wirklich unser unsoziales Versorgungssystem müssen wir ändern. Denn als letztes, die innere Stabilität einer Demokratie, die hat sehr viel mit dem Thema soziale Ungerechtigkeit zu tun. Wenn Menschen sich nicht mehr verstanden und angenommen fühlen, dann wenden sie sich eventuell auch von der Demokratie ab. Also all das zusammen ist elementar für das Überleben einer Demokratie und die soziale Gerechtigkeit ist die Bewährungsprobe jeglicher demokratischen Gesellschaftsform. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg.